Linie sehr heute auch hier als ein Aktivist gegen dieses Freihandelsabkommen. Ich war auch schon gegen das Abkommen ACTA sehr aktiv, wo wir ja auch geschafft hatten, dieses Abkommen zu kippen. Leider schaut so aus, dass ACTA anscheinend ein Zombie war. Dem hat man einmal den Kopf abgeschlagen und der kommt nun schon wieder als TTIP. Und nicht nur als TTIP. Es gibt so unzählige viele Freihandelsabkommen und Abkommen, die momentan geschlossen werden, die teilweise sogar nahtlos ineinander greifen. Ich nenne nur CETA, ich nenne TISA. Und das Tragische ist, es ist gar nicht so leicht, permanent so einen großen Druck von der Straße, von der Gesellschaft gegen diese Abkommen, die so tiefgreifend in unsere Demokratie einschneiden, aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir versuchen, aus sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen immer wieder darauf hinzuweisen, wie gefährlich TTIP ist, wie intransparent es verhandelt wird, wie wenig Möglichkeiten es letztendlich für Demokratien gibt, mitzubestimmen, wie denn Freihandel in der Zukunft ausschaut. Hier kommt ab und zu manchmal die Sonne durch die Wolken und ich würde mir wünschen, dass eine ähnliche Sonne auch endlich mal die Verhandlungspapiere beleuchten würde, um mal ein bisschen was zur Transparenz zu erzählen, weil ja immer ganz schnell gesagt wird, Herr Gabriel hat es zuletzt auch gesagt, ja, man könnte sich ja alle Papiere anschauen, dem ist eben nicht so. Es wurde jetzt ein Lesesaal eingerichtet im Europäischen Parlament, wo nur Parlamentarier sich eben Seiten von TTIP anschauen dürfen, keine Notizen machen dürfen und das ist alles, was an Transparenz geboten wird. Bei einem Freihandelsabkommen, das so tiefgreifend unsere Gesellschaft verändert, ist das natürlich absolut schockierend und darf nicht der Fall sein. Ich werde nachher noch ein bisschen ausführlicher eingehen auf die ganzen Punkte wie Investor State Dispute Settlement, also Investoren-Schiedsgerichtsbarkeit, die sämtliche Bereiche unserer Gesellschaft bedroht, auf den neuen Regulierungsrat, der letztendlich demokratische Entscheidungen ablösen soll, auf dem Bereich Datenschutz, der ja im heutigen Zeitalter, wo Handel zu 100% übers Internet stattfindet, ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt ist und in TTIP gar nicht vorkommt. All diese Aspekte in ihrer Umfänglichkeit betreffen uns als kulturell Tätige, als Menschen aus der Kreativindustrie ganz besonders. Ich will vielleicht auch mal erklären, warum TTIP nicht mehr zeitgemäß ist. Wir müssen uns vorstellen, dass diese Art von Freihandelsabkommen eine lange Geschichte haben in Form von bilateralen Abkommen und gerade die sogenannten Investor State, also Investor-Staats-Klagerechte, stammen aus einer Zeit, die eigentlich nahtlos an den Kolonialismus anschließt. Wir leben heute in einer komplett neuen Welt. Wir haben festgestellt, es gibt Grenzen des Wachstums, die wir nur global lösen können. Wir denken drüber nach und nicht zuletzt hat uns das Internet das Werkzeug gegeben, dass wir feststellen, dass Menschen global miteinander kommunizieren können und möchten natürlich auch diese globale Teilhabe daran den Menschen geben, zu entscheiden, wie wir in Zukunft die Probleme global lösen und möchten das natürlich nicht Konzernen überlassen. Und genau das ist das, was bei TTIP stattfindet. Es sind multinationale Konzerne, die versuchen unter dem Begriff nicht-tarifäre Handelshemmnisse, ich habe deswegen hier den Sticker, ich bin ein Handelshemmnis, Dinge abzubauen, die ihre Geschäftsmodelle eben ja ein Stückchen weit ihrer Meinung nach diskriminieren. Wir aber der Meinung sind, dass globale multinationale Konzerne sich eigentlich danach richten müssen, was die jeweiligen Gesellschaften demokratisch beschlossen haben, was die Standards nun mal sind. Es heißt immer, es wird über eine Harmonisierung der Standards diskutiert zwischen USA und Europa. Ich versuche mal den einfachsten Standard zu erklären. In USA, wenn ein neues Produkt auf den Markt kommt, darf dieses Produkt so lange am Markt sein, bis nachgewiesen ist, dass es schädlich ist. In Europa dürfen Produkte erst auf den Markt, wenn nachgewiesen ist, dass sie unschädlich sind. Alleine dort kollidieren zwei Rechtsnormen und Vorstellungen, die eben nicht harmonisierbar sind. Und die Vorstellung großer multinationaler Konzerne ist natürlich nicht im Sinne der Gesellschaft, sondern eher im Sinne ihres Geschäftsmodells, also dann natürlich hinsichtlich der Idee, Produkte erstmal immer prinzipiell auf den Markt loszulassen, bis eben nachgewiesen ist, dass sie schädlich sind. Und genau sowas wollen wir in Europa nicht. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere Standards,
die eben versucht werden, im Sinne großer Konzerne zu senken. Jetzt die große Frage, warum eigentlich nur der Konzerne? Die Verhandlungsdelegationen, ich war zuletzt letztes Jahr in Washington bei einer Stakeholder-Konferenz, wo eben auch diese Verhandlungsdelegationen wieder aufeinander getroffen sind. Diese Verhandlungsdelegationen bestehen zum größten Teil aus Menschen aus dem Verbandsbereich, aus Lobbyisten großer Konzerne, die miteinander darüber diskutieren, wo sie ganz gerne Standards absenken würden. Und da das Ganze intransparent hinter verschlossenen Türen stattfindet, sind gerade multinationale Konzerne besonders daran interessiert, Dinge so weit hinabzusetzen, die sie, wenn das Licht der Öffentlichkeit drauf scheinen würden, niemals fordern könnten, weil die Menschen sagen würden, sag mal, das geht doch nicht, ihr könnt doch solche Standards nicht einführen. Das größte Problem ist also wirklich die Intransparenz und die Umfänglichkeit. Mittlerweile umfasst dieses Freihandelsabkommen knapp 6000 Seiten Papier. Alles Seiten, die wir nicht sehen dürfen. Es werden hier verschiedene Standards gegeneinander abgewogen. Da gibt es Industrieverbände, es gibt verschiedene Pharmaverbände und jeder versucht auf seine Art und Weise seine Standards durchzusetzen. Und wir als Verbraucher können hinterher in keiner Form feststellen, was wirklich zu unserem Nutzen und zu unserem Schaden ist. Ich werde nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, auf die ganzen Aspekte von TTIP, würde jetzt aber ganz gerne die Bühne freimachen für den großartigen Künstler Mello Mark, der kommt auch aus meiner Heimatstadt Bayreuth. Uns verbindet auch eine lange Geschichte schon. Mello Mark ist ein Reggae-Künstler aus Deutschland, der in der Vergangenheit schon sehr viele globalisierungskritische Songs gemacht hat. Und jetzt ist es Zeit für dich, mein Lieber, hier Bühne frei. Vielen Dank, Rotter. Und noch viel mehr Kohle scheppeln, ja. Manche Anwälte, Richter und Juristen, sie dienen den Interessen der Krokodilisten. Sie treffen sich in Geheimtischen, in privaten Runden, im Topf der Sekunden und verteilen den Kuchen. Wehrt euch, Kinder dieser Erde, deshalb machen sie den Sack zu. Wehrt euch, Kinder dieser Erde, und gemeinsam stoppen wir Kalakako. Wehrt euch, Kinder dieser Erde, denn was machen sie den Sack?